Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und wir erstellen erst einmal einen neuen Mii. Das habe ich jetzt in der letzten Folge schon angekündigt. Und zwar wieder einen männlichen. So, mal gucken, wir haben diesmal ein bisschen mehr Angaben. Schauen wir, dass wir erstmal den Namen eingeben. Der Vorname soll nämlich Luca sein. Zack. Nachname ist dann WePlay. Wir uns gleich nochmal anhören, wie er das ausgesprochen hat. Luca. Das passt. Spitzname sollte allerdings Luke sein. Luke. Luke. Ich weiß nicht, ob das passt. Luke. Das ist halt so kurz irgendwie. Sehen wir, wenn ich das U lang ziehe. Luke. Luke? Auch nicht so schön. Machen wir es wirklich damit. Luke. So, Geburtstag. Das ist der 26.05. Immer lieber unten rum. 26.05.2002. Zack. So, dann haben wir das. Jetzt gucken wir mal erstmal nach dem Aussehen. Augen, die Standardaugen in blau. Wird gemacht. Zack. Standardaugen blau. Mund fröhlich. Sowas. Haare. Höhe in schwarz oder braun. Wie Höhe? Höhe in schwarz oder braun. Ich weiß leider nicht genau, was du mit Höhe meinst. Wir könnten hier sowas mal versuchen. Irgendwie sowas. Das da gegelt ist oder so vielleicht. So, was mal mit den Haaren. Sonst gab's gar keine Angaben. Oder? Die Junge war noch da. Hier oben stand dann noch was. Höhe und Spitze. Okay. Die sind ja hoch und spitz. Gucken wir es mal von der Seite an. Aber ich finde das nicht so schlecht. Die Koteletten könnten zwar weg. Aber das lässt sich ja nicht ändern. Das wäre dann das hier wahrscheinlich. Da sind auch Koteletten da. Ich denke, die passten am ehesten. Dann groß und schlank war noch gesagt. So. Stimme, die erste Jungenstimme. Also die da. Ich bin Luca Bettlein. Okay. Alle nennen mich nur. Der Rest ist egal. Mein Geburtstag ist der 26. Mai. Schauen wir nochmal. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Ich bin Luca Bettlein. Alle. So, der Rest ist egal, dann müssen wir uns hier was aussuchen. Handelt eher schnell. Spricht sanft. Ausdruck ist etwas lebhaft. Denkweise ist ziemlich sorglos. Insgesamt ziemlich normal. Schauen wir mal. Ruhig und gemächlich. Erster Eindruck ausgeglichen, entspannt, unbedarft, feinsinnig, ehrlich, aufmerksam und freundlich. Entspannter, lockerer Typ, lebt ohne Hektik in einem eigenen Tempo. Macht sich allerdings auch über viele Sorgen. Okay, interessant. Hatten wir so, glaube ich, noch nicht. Willkommen in Zimmer 402, in deiner neuen Bude. Besuchen wir dich doch gleich mal. Ich heiße Luke. Ich mache alles halt auf meine Art. Du hast ja nichts Schlechtes dran, wie ich finde. Hier ist gleich mal hier so ein Feuertopf. Als allererstes. Zum Einzug. Na, absolut lecker. Das freut mich doch. Kriegen wir nämlich wieder ein bisschen Cash rein. Kriegst du noch eine Waffel? Gucken, was du dazu sagst. Sehr schön, findest du gut. Das freut mich. Alles klar. Lust auf ein Spiel? Ja, klar. Warum denn nicht? Kaum hier wollt ihr spielen. Quiz der Gemeinsamkeiten. Ob du die Gemeinsamkeiten überhaupt kennst, ist die Frage. Erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Jedi und Tabea haben den gleichen Geburtstag. Nee. Und die korrekte Antwort ist... Das Gott sei Dank. Das hätte mich auch gewundert. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Hulk und Uno sind Nachbarn. Nein.
Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Rektalyn und Raphael gehören zur selben Persönlichkeit. Okay, da habe ich keine Ahnung von. Ich sag mal ja, weil schon zweimal nein war. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Perfekt. Das gute alte Ausschlussverfahren. Es klappt doch immer wieder. Glückwunsch. Danke. Gucken wir mal. Oh, was ist denn das? Oh, ich hätte gerne den NES gehabt. Jetzt haben wir eine blöde Schneekugel bekommen. Naja, was soll's. Dann sind wir bei dir auch wieder fertig. Dann schauen wir doch mal. Der Tom hatte einen Wunsch. Der müsste hier sein, genau. Der möchte nämlich gern einen 3DS haben. Guten Abend. Guten Abend. Erstmal kriegst du was zu essen, weil du brauchst ja ein Level-Up, damit wir dir den 3DS geben können. Bitteschön. Oh, das gefällt dir. Absolut lecker. Gefällt dir, ist auch gut. Schmeckt dir vielmehr. So, mal hier so eine Waffel versuchen. Die ist ja immer gut angekommen. Findest du auch gut? Okay. Vielleicht schaffen wir das Level-Up. Lust auf ein Spiel? Ja. Alle, die wir heute füttern, die wollen mit uns spielen. Quiz der Gemeinsamkeiten schon wieder. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Maike und Josu haben den gleichen Geburtstag. Ich denke nicht. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Okay. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Raphael und Benjamin gehören zur selben Persönlichkeitsgruppe. Ich würde sagen, die sind beide lebhaft, ja. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Sehr schön. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Julius und Uno tragen im Moment das gleiche Outfit. Ja, nicht, denn der Uno hat noch nichts von uns bekommen. Der Julius und schon. Die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Was, der Julius hat auch noch die Standardkleidung? Das kann ich ja nicht glauben. Also dem müssen wir ja bald ein Ende setzen hier. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schade, schade. Aber das oder er hat sich einfach umgezogen. Ja. Das wäre natürlich frech. Muss ich sagen. Das fände ich frech. Gut, dann gucken wir mal, dass wir dir noch was zu trinken geben. So ein Kamillentee. Setz da davon. Schlürf, schlürf, schlürf. Gut, gell? Ziemlich lecker. Level up. Dann kriegst du nämlich jetzt deinen 3DS. Das freut mich doch. Ein Objekt. Da. Geben. Bitteschön. Das freut mich. So. Und dann wolltest du gerne komplett durchgetestet werden. Das erledigen wir dann jetzt auch direkt, würde ich sagen. Den Tom. Tom, 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 Tom. Da haben wir ihn. Und die Damen. Wo haben wir sie denn? Die Katie zuerst. Sie ist zwar schon verheiratet, aber man weiß ja nie. 47% zur Freundschaft verpflichtet. Jetzt nicht so toll. Weiter geht's. Die Jasmin. Beim JD müssen wir nochmal wegen dem Geburtstag gucken. 2% völlig unmöglich. Die Julia. Unsere neue Bewohnerin. Ist wohl ein bisschen zu alt für dich. 50%. Normale Freundschaft. Die Maike. Oh je, bei uns schreit irgendwie ein Baby hier im Hausflur. Ganz schrecklich. 9% völlig unmöglich. Okay. Die Marlene als nächstes. Was haben wir denn da? 47% zur Freundschaft verpflichtet. Sieht ja nicht so gut aus. Die Robin. Da gab es auch nur eine Freundschaftsprognose. 0% ärgste Feinde. Ach herrje. Und die Tabea. Und danach bleibt ja nur noch die Josu. 95% füreinander gemacht. Ui. Da muss sich der Benjamin nochmal ganz, ganz warm anziehen. Aber Tabea ist irgendwie wie für alle irgendwie wie gemacht. Super krass. 16% ewig zerstritten. Okay, dann haben wir den Tom jetzt auch durchgetestet. Dann gehen wir jetzt erstmal zum JD. Haben wir denn dafür?
Und Battle Rap, den hören wir uns doch nochmal an. Einmal wenigstens. Ohne Musik ist das ein bisschen blöd. Mein Rap ist voll Leben, deiner ist leider leer. Aber was soll ich machen? Es gibt es keine Gewehr. Dein Rhythmus ist fad, meine Beats sind exakt. Was hat denn so Ivo da im Hintergrund an? Mein Style ist so cool, meine Reime abstrakt. Meine Reime sind Feinkost, deine Reime sind cool. Ich wette, du reimst nur aufs Geratewohl. Die wiederholen sich aber leider auch relativ schnell. Schau mir zu, wie ich beim Rap das Feuer entfach. Deine Reime sind doch nur Getöse und Krach. Der war gut. Wenn ich rappe, lasse ich die Sau so richtig raus. Du floppst, das sag ich dir rundheraus. Du solltest mal vor deiner eigenen Tür kehren. Wozu ist denn das gut? Ich rappe mit Elan, um meinen Ruhm zu mehren. Alles klar. Ohne Musik ist halt echt ein bisschen blöd. Dir fehlen wohl die Beats, der Flow und der Charme. Aber leider lässt YouTube das ja nicht zu. Deine Reime sind wirklich lahmer als lahm. Die Entscheidung bald gefällt wird. Das Talent, das du hattest, ich denke, ist zerran. Der war blöd. Ich hol hier den Sieg. Das ist, was ich kann. Dein Sound gehört klar auf die Mülldeponie. Na? Ich bin die Muschel des Rap, meins teilt so mies. So mies, okay. Alles klar, dann hat die Marlene gewonnen. Sehr schön. Aber egal, weiter geht's damit. Wir wollten nämlich unbedingt zum JD, der muss hier unten irgendwo sein. Da haben wir ihn. Upsala. So, JD, bei dir sollten wir noch das Geburtsdatum ändern und du hättest gerne eine Katze. Guten Abend. Erstmal kriegst du was zu essen. Vielleicht auch mal hier so eine Peking-Ente. Die ist relativ teuer. Vielleicht schmeckt dir das ja. Echt lecker. Gut. Und da hast du dein Level up. Dann kriegst du als nächstes jetzt deine Katze. Katze, 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 Katze. Mietze, Mietzen-Mietkobor. Genau, das war's doch. Bitteschön. So, haben wir das auch erledigt. Und dann kriegst du jetzt noch einen Geburtstag eingetragen. Nämlich den 20.09. Und zwar 95. Speichern. Zack. Haben wir das auch erledigt? Beim Link sollten wir den Nachnamen doch wieder ändern. Das machen wir dann auch. Dann rufen wir den gerade mal von der Arbeit. Hallo Link. Der arme kleine Kerl musste ganz schön rennen. Guten Abend. Kriegst du erstmal was zu essen von mir? Bitteschön. Absolut lecker. Platz 1. Huiuiui. So, dann kriegst du erstmal eine Einrichtung von uns geschenkt, wie jeder bei seinem zweiten Level. Nehmen wir das moderne Asien. Bitteschön. Ja, natürlich will ich es mir angucken. Was sind das eigentlich? So ein Handtuch an der Wand, so kommt mir das vor. Ich finde das schon schick, also ich könnte mich mit so einer Einrichtung auch anfreunden, definitiv. Ich werde pfleglich damit. Das erwarte ich aber auch. So, jetzt tun wir deinen Namen mal noch editieren. Nämlich in WePlay.
Zack, speichern. Ja, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Und dann gibt's noch was Geiles zu essen. Bitteschön. Ziemlich lecker, das freut mich doch. So, dann müssen wir noch zum Northern. Das machen wir, denke ich, auch noch. Der ist nämlich direkt hier nebenan. Und dann kriegt der jetzt noch was von uns. Guten Abend. Dann kriegt er nämlich erstmal was zu essen. Das kann nämlich nie schaden, würde ich sagen. Bitteschön. Ziemlich lecker. Lust auf ein Spielchen? Ja, klar. Mal wird's halt ein bisschen länger heute. Ach nee. Jetzt ernsthaft. Na ja, gut. Komm schon. Fester. Komm. Okay, das war gut. Okay. Glückwunsch. Danke. Groß. Ein Flechtkorb, na super. So, du wolltest gerne eine neue Einrichtung haben mit dem Arcade-Zimmer. Keine Sorge, Martin, du kriegst das auch noch. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Das freut mich. Übrigens? Na klar, schauen wir uns das an. Da hast du schon mal so eine Plüschtier-Fangmaschine. Das ist schon geil. Boah, das Autospiel ist auch cool. Das Link sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Scroll-Shooter. Fantastisches Zimmer. Denke ich auch. Boah, Dartfallmaschinen hast du auch. Da könnten wir sich doch Wochen und Monate und Stunden und Jahre und überhaupt aufhalten. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das ist aber auch das Mindeste für das geile Zimmer. Damit hast du auch schon wieder ein Level-Up. Dann kriegst du doch mal ein Objekt von uns. Du kriegst auch erstmal ein 3DS, denke ich. Du hast ja keine besonderen Wünsche gestellt. Bitteschön. Und dann kriegst du auch noch was Neues zum Anziehen. Du wolltest nämlich gerne den Schlabberpulli haben. Wo haben wir den denn? Schlabberkleid wohl eher nicht. Schlabberkapuzenpulli, genau. Den kriegst du doch dann. Den wolltest du ja gerne haben. Bitteschön. Fällt ihm schon ein wenig. Das sieht auch nicht schlecht aus. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön kriegen wir auch noch. Eine Bratpfanne. Ja gut, dann sind wir aber auch für heute erstmal wieder am Ende. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.